Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ob Ukraine-Krieg, Klimawandel oder die stümperhaft reagierende Ampelkoalition in Berlin. Es gibt nicht viele Nachrichten, die aktuell Anlass zur Freude geben. Doch diese Schlagzeile gehört eindeutig dazu. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das lesen wir jetzt immer häufiger und dürfen uns freuen, dass Corona etwas locker lässt. An Ostern waren endlich größere Familienfeiern möglich. Volksfeste finden wieder statt. Und auch wir Freien Wähler nutzen die Gelegenheit, um mit mehr Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. Ich möchte euch deshalb auf drei wichtige Fraktionsveranstaltungen im Mai aufmerksam machen. Kommende Woche, Freitag, findet unser nächstes Treffen mit den Freien Wählern-Fraktionen aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz in München statt. Diesmal zum Schwerpunkt Energieversorgung. Unter anderem besuchen wir mit den Landtagsabgeordneten aus Potsdam und Mainz das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Die Forschungseinrichtung untersucht Grundlagen der Energiegewinnung von morgen ähnlich der Sonnenenergie. Zwar ist es bis dahin noch ein langer Weg, doch angesichts des schwierigen Umstiegs von fossiler auf erneuerbare Energie wollen wir schauen, was die Wissenschaft Neues zu bieten hat. Genau eine Woche später gehen wir die nächste politische Großbaustelle an. Der Pflegenotstand wird immer drängender, auch wegen Corona und seiner Folgen. Beim Pflegesymposium am 13. Mai mit unserer gesundheitspolitischen Fraktionssprecherin Susanne Enders im Maximilianeum reden Pflegekräfte Klartext. Wir wollen zuhören, Probleme in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen diskutieren und Lösungsvorschläge in unsere politische Arbeit aufnehmen. Außerdem gehen wir in Klausur am 20. Mai im Münchner Werksviertel. Themen werden neue Schwerpunkte in der Bildungspolitik sowie medizinische Situation und Lage der Pflegenden in Bayern sein. Wir gehen wieder raus und ich hoffe, auch euch bald zu begegnen. Nicht getrennt durch eine Plexiglasscheibe oder in einer Videokonferenz, sondern höchstpersönlich. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.